und befinden uns im Jahr 2016 auf einer Rettungswache. Und tatsächlich, es geht kaum weniger Romantik. Die Anfangsgefühle, die ich bei der ganzen Geschichte hatte, die waren, ich würde es mal sagen, eher skeptischer Natur, was das Ganze eigentlich ist. Jetzt habe ich in den letzten Jahren ja doch einigermaßen viel Zeit auch mit euch als Paar zusammen verbracht, durfte erleben, wie ihr einfach durchs Leben geht zusammen. Und ich muss ehrlich sagen, euer liebevoller, respektvoller und nicht zuletzt humorvoller Umgang miteinander hat mich extrem beeindruckt und ich würde sogar fast sagen, zum Teil inspiriert. Ich freue mich sehr für die beiden. Auch schon das eine oder andere Tränchen vergossen. Ja, freue mich sehr. Liebe Laura, lieber Benny, ihr seid das, was man in meinen Augen ein Traumpaar nennt. Wenn man so will, seid ihr das Ziel einer langen Reise. Die Perfektion der besten Art und Weise. Deswegen ein Kompliment an euch, ihr seid das Traumpaar. Wunderschön. Und auch hier schaffen es beide tatsächlich, sich in beiden, in Hobbys gemeinsam zu ergänzen. Liebe ist eben nicht nur das Gefühl eines Augenblicks, sondern eine ganz bewusste Entscheidung für ein gemeinsames Leben. Liebe ist, wenn das Leben ohne den anderen einfach unvorstellbar wird, wenn wir im Herzen fühlen, was wir mit Worten nicht ausdrücken können. Und die Erfahrung lehrt uns, dass Liebe nicht darin besteht, dass man sich die ganze Zeit einander ansieht, sondern dass man gemeinsam in die gleiche Richtung blickt. Ich verspreche dir, dass ich mein Bestes geben werde, um dir immer eine gute Ehefrau zu sein und dass ich immer für uns und unsere gemeinsame Zukunft kämpfen werde, auch in weniger guten Zeiten. Ich freue mich darauf, was noch alles vor uns liegt und am meisten freue ich mich darauf, dich ab Oktober in deiner neuen Rolle als Papa zu sehen. Ich weiß, du wirst einfach der beste Papa für unsere Tochter sein, wie man sich nur vorstellen kann. Du bist mein Lieblingsmensch und du verdienst nur das Beste im Leben. Und das bin halt ich. Ich liebe dich. Laura, kannst du dich noch an unsere Anfänge, unsere Beziehung erinnern? In einer der schlaflosen Nächte, als wir stundenlang durchgequatscht haben und ich dir gesagt habe, dass meine Liebe zu dir jeden Tag ein bisschen größer wird. Dieses Gefühl habe ich noch immer. Und ich liebe dich auch heute und morgen und jeden kommenden Tag ein bisschen mehr. Denn jeder Tag mit dir ist das größte Glück auf dieser Welt. Du bereicherst nicht nur mein Leben, sondern das aller Menschen, die das große Glück hatten, dich zu treffen. Durch deine von Herzen gute, lebensfrohe und liebevolle Art. Mit dir möchte ich den Rest meines Lebens verbringen. Denn jeder Tag ohne dich wäre ein verloren. Ich liebe dich. Ja, ihr beide. Liebe Laura, lieber Benny, möchtet ihr heute im Beisein der Menschen, die euch wichtig sind, das Versprechen geben, immer füreinander da zu sein? Wollt ihr euch lieben und achten und euch immer die Treue halten, alle Tage eures Lebens? Wollt ihr euch auf einen weiteren Lebensweg freuen und miteinander alt werden? Wollt ihr miteinander ein gemeinsames Leben träumen, planen und verwirklichen? In schwierigen Zeiten niemals den Humor verlieren und immer eng zur Seite stehen? Aber euch auch gegenseitig Freiräume geben. Liebe Laura, wenn du das Benny so versprechen möchtest, dann antworte mit Ja, ich will. Ja, ich will. Lieber Benny, wenn du Laura das so versprechen möchtest, dann antworte mit Ja, ich will. Ja, ich will. Dann erkläre ich euch zu Mann und Frau, Frau und Mann. Jetzt kommt der Kuss.
Zeit lang fuhren die zwei so nebeneinander her. Bis zu diesem einen gemeinsamen, ominösen Wiesenbesuch, wo sehr viele Leute irgendwie teil hatten. Bänke sind gebrochen, Mastkrüge geflogen, auch das haben wir heute schon gehört. Aber heldenhaft hat Benny am Ende Laura aus dem Bierzelt retten können. Nicht fassen, was für ein Glück ich mit dir habe und mit unserem Leben, welches wir bisher gemeinsam aufgebaut haben. Wie es ist, verdanke ich wirklich zu großen Teilen dir, denn mit dir fühlt sich einfach alles so leicht an und das ist das, was ich mir immer gewünscht habe.